Und damit ein herzliches Hallöchen und willkommen zu einer neuen Angespielt-Reihe hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Koya und das hier ist Aion. Ein Free-to-Play-MMORPG aus dem Hause Gameforge und sicherlich den meisten von euch mindestens mal namentlich schon ein Begriff. Seit 2009 gibt es nämlich bereits dieses Spiel auf dem Markt hierzulande und 2012 ist es dann in den Free-to-Play-Modus gestartet. Also seit vielen Jahren bereits jetzt hier am Start und entsprechend scheint es ja auch immer noch sehr erfolgreich bzw. beliebt zu sein, denn jetzt 2018 hat es dann tatsächlich das riesige 6.0er Update spendiert bekommen und um das soll es jetzt in dieser Angespielt-Reihe gehen. Gameforge ist über mein Netzwerk Alliance an mich herangetreten und hat eben gefragt, ob ich das zeigen möchte. Da ich Aion ohnehin auf dem Plan hatte und euch zukünftig einige Free-to-Play-MMORPGs oder auch allgemein MMORPGs vorstellen möchte, habe ich da natürlich ja gesagt. Ich werde zudem für dieses Let's Play bezahlt. Das sei an dieser Stelle als Information auf jeden Fall offen herausgegeben. Allerdings beeinflusst mich das in keinster Weise in dem, was ich zeige, wie ich es zeige und wie ich es bewerte vor allen Dingen. Und da es ein angespielt ist, gibt es ja zudem eure Bewertung und die beeinflusst es auf gar keinen Fall. Also von daher, ihr werdet auch wieder die Abstimmungsmöglichkeit haben, wie in jeder anderen angespielten Reihe auch. Und ihr könnt dann dieses Spiel gut oder schlecht in den verschiedenen Rubriken bewerten, so wie es euch eben gefällt. In dieser ersten Folge wird es nur eine erstmal allgemeine Umfrage geben, da wir uns noch nicht so viel an Infos hier jetzt saugen können, in den ersten Minuten sozusagen im Spiel. Aber es gibt dennoch eine kleine Umfrage oben und da geht es eher so allgemein um MMORPG-Let's Plays. Wie sehr gefällt euch sowas? Wie gerne würdet ihr das sehen? Spielt ihr die MMORPGs lieber selbst? Seid ihr mehr, wenn ihr sowas schaut, auf Guides aus? Wollt ihr mehr Informationen, wie man was macht, als dass man jetzt wirklich ein klassisches Let's Play hat und einem dabei zuschaut, wie er hier zockt? Wir starten tatsächlich einen neuen Charakter. Ich habe da schon einen sehr lustigen Zwerg und ich würde eigentlich fast gerne nochmal so einen anlegen. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Jetzt aber erstmal die Charaktererstellung. Für mich ist alles neu. Ich habe Aion noch nie gespielt. Aion ist für mich leider Neuland, muss ich sagen. Leider, weil irgendwie hatte ich schon die ganze Zeit auf der Uhr und dann doch nie irgendwie zugekommen. Und von daher erlebt ihr jetzt das 6.0er Update aus der Sicht eines Spielers, der eben noch nie Hand an Aion irgendwie angelegt hat und überhaupt nichts weiß und alles nicht rafft und dergleichen. Also, falls hier Veteranen unter euch sind, dann raus damit und schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, was ich unbedingt anschauen muss oder wenn ihr irgendwas entdeckt, was mit dem 6.0er Update neu ist und ihr dazu eine Meinung habt, die ihr kundtun möchtet, ist das natürlich sehr, sehr willkommen. Also halt fleißig in die Tasten. Ich freue mich da riesig drauf, vor allem, weil es ja wirklich einige alte Aion-Veteranen gibt, auch in der Community bereits, wie ich erfahren durfte in den letzten Livestreams. So, also die Asmodia. Wir sind die Asmodia, die Herrscher der oberen Hälfte der Welt Adrea. Unsere Heimat ist rau und finster, doch wir sind daran gewachsen. Die Dunkelheit ist nun unsere Verbündete. Wir wurden stärker und zum Meistern des Kampfes. Niemals werden wir aufgeben. Die Asmodia werden Adrea in eine bessere Zukunft führen. Und diese Sonnenverdorben in Lyos verseuchen die untere Hälfte Adrea. Sie sind arrogant und halten sich für die Erben der alten Adrea, weil sie nie für etwas kämpfen mussten. Doch unsere Vorfahren wären beschämt bei ihrem Anblick, denn die Ilios sind schwach, verlogen. Selbstverliebt. Sie dürsten nach Macht, ohne dass sie überhaupt das Recht darauf hätten. Ja, das ist die Sicht der Asmodia auf die Ilios. Wenn wir jetzt die Ilios wählen könnten, hätten wir eine komplett natürlich invertierte Sicht auf die Dinge. Wir können allerdings keinen Charakter auf der hellen Seite der Macht erstellen, weil unser anderer Charakter, also mein anderer Charakter vielmehr, eben bereits bei den Asmodian ist. Also, das hat natürlich irgendwo zum Sinn, dass man da nicht spionieren geht, gucken geht, sabotieren geht oder dergleichen bei den anderen, sondern eben nur in seiner Fraktion ist. Wenn ich jetzt die andere Fraktion spielen möchte, müsste ich entweder den Charakter löschen oder auf einen anderen Server gehen, was dann natürlich möglich ist. Und so kann man dann eben auch verschiedene Fraktionen testen. Wir sehen hier, ne, ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Wir haben genügend Charaktere zum Erstellen. Das ist wirklich eine sehr faire Kiste. Also, wir wählen dann die Asmodia, ja, kommt zur dunklen Seite der Macht. Wir haben Kekse und dann kommen wir zur Klassenauswahl. Da haben wir die klassischen Klassen Krieger, Speer, Magier, Priester, die fast keiner Erklärung bedürfen. Krieger sind natürlich entweder, wir können dann die Klassen später ausprägen. Ja, wir werden zum Deva, zu diesen
Halbgottheiten, wenn man so will, mit magischen Fähigkeiten ausgestattet. Und dann können wir ab Stufe 10 uns aussuchen, ob wir beim Krieger beispielsweise mehr in den Kampf gehen wollen, mehr Schaden machen wollen oder ob wir eben mehr tanky unterwegs sein wollen und beschützend in die Schlachten ziehen. Ja, also ein bisschen mehr Off-Tank-Schaden oder ein bisschen mehr typischer klassischer Tank. Beim Speer, da haben wir dann die Möglichkeit, für Nah- und für Fernkampf uns auszuprägen, also mehr in Richtung Assassine zu gehen oder in Richtung Bogenschütze. Beim Magier, da haben wir dann die Möglichkeit, klassischen Magier zu machen mit viel Bum-Bum und wahrscheinlich auch einigen Flächen. Oder eben mehr in die Richtung Beschwörer zu gehen, wo wir dann Geister der verschiedenen Elemente beschwören. Was ich auch eine ziemlich coole Klasse finde. Im Übrigen alle Klassen auch als Männlein und Weiblein spielbar. Und natürlich auch nur original mit Tankinnen, egal, mit weiblichen Tanks in Stöckelschuhen, ja. Es ist nun mal ein Asia-MMO. Was willst du machen? Was willst du machen? Da ist das nun mal so. Ja, Priester sind hier ein bisschen wehrhafter als vielleicht in anderen Spielen. Sie machen schon ganz guten Schaden. Man kann auch mehr in den Nahkampfschaden gehen und dann mehr den Priester in Richtung Buffer ausprägen ab Stufe 10. Also, dass er sich und Gefährten gut buffen kann, eben für Kampffähigkeiten. Oder eben ganz klassisch die Heilungszauber stärken. Dann haben wir eine schöne Klasse, die seltener anzutreffen ist, den Ingenieur. Der Ingenieur, der haut mit ordentlichen Ätherpistolen und Waffen und Wummen durch die Gegend. Und da muss ich sagen, hat das schickste Outfit. Sowohl Männlein als auch Weiblein. Kann dann ausgeprägt werden, entweder zum Schützen, der dann eben mit diesen Ätherkanonen und dergleichen weiter ballert, oder in Richtung eines, wie nennen sich die, ich komme, Ätherattacks, die einen Mech herbeirufen können. Also dann bekommen wir so einen riesen Mech, der da im Hintergrund steht. Und ich glaube, das ist dann ein bisschen mehr tanky. So schien es mir zumindest, nach dem, was ich bisher gelesen habe. Und das interessiert mich sehr, den werden wir spielen. Dazu gibt es noch den Künstler bzw. die Künstlerin. Und da sehen wir schon, die kann sich dann weiterentwickeln zum Barden und ist entsprechend für Buffs und Debuffs von Mitspielern oder Gegenspielern zuständig. Wir nehmen den Ingenieur. Ich bin fast am Überlegen, ob ich mal einen weiblichen Charakter spiele, aber wir bleiben beim männlichen. Das mache ich irgendwie immer. Wir wählen unsere Klasse also aus. Wir sind fündig geworden. Da sehen wir es schon. Ja, so ein richtig mega fetter Mech. Das feiere ich einfach. So, wir nehmen unseren Namen Koya. Bevor wir eine Stimme uns suchen, warum bin ich eigentlich hier? Wir nehmen lieber mal so ein Outfit. Da gibt es verschiedene vorgefertigte Sachen und da wir hier uns auf das Spiel konzentrieren wollen und nicht stundenlang im Charaktereditor uns aufhalten wollen, es gibt bereits die Rubrik speziell, ja? Und dort gibt es bereits Charaktere, wir können also auch ein bisschen fülligere machen, finde ich übrigens ziemlich cool. Dort gibt es bereits Charaktere, die so ganz meinem, bin ich immer unterwegs. Und ich finde, mal ganz davon ab, ja, das ist ein Zwerg, wir sind Ingenieur mit einem Mech, ich finde Zwerge passen da super rein. Ja, also die Mech-Zwerge und jetzt gehen wir nochmal ein bisschen in die Gesichtsanpassung und dann schauen wir mal bei den Haaren. Mein anderer Zwerg hatte ja wunderschönes Haar, ja, so in dieser Richtung. Ronald McDonald meets Zwerg, das müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Es gibt bestimmt noch, das ist auch super, ja, der Emo-Zwerg, fantastisch, sehr emotional. Aber ich glaube, wir finden hier, das ist bestimmt, und das ist ja fast, zwergisch. Hier. Perfekt. Der verrückte Ingenieur mit feuerrotem Haar und so ein bisschen. Das ist ein Traum in Rot-Weiß. Wir wären hier. Das tut mir leid. Wie kann ich hier mal. Hier. Das tut mir sehr leid. Pass mal auf, kriegen wir hier Vorschau. Das ist nämlich noch eine schöne Eigenart dieses Zwerges. Dieses wunderschön geflochtene Rückenhaar. Ist das nicht herrlich? Ein Zwerg mit Rückenhaarschweif. Es ist so schön. Ja, meine lieben Damen und Herren, da müsst ihr jetzt durch. Ja.
starten wir ins Spiel. Ich werde dieses Mal so ein bisschen den Fokus darauf legen, schnell voranzukommen, denn das ist ein Feature der neuen 6.0er-Version. Unter anderem ist das ganze Leveling beschleunigt worden. Das heißt, wir geben jetzt richtig Gas. Wir können sehr schnell auf Max-Level kommen. Und da schaue ich mal, wie schnell oder wie weit ich innerhalb dieser 10 Folgen komme. Ich werde vielleicht auch ein bisschen schneiden, sodass wir möglichst viel vom Spiel sehen. An den spannenden Punkten seid ihr dann dabei. Und ansonsten mache ich das Leveling natürlich so ein bisschen für mich im Hintergrund auch hier und da. Und dann schauen wir uns Instanzen oder bestimmte POIs an und vor allen Dingen eben auch die Punkte, wo die Charakterentwicklung weitergeht, sprich wie das Fliegen lernen oder dergleichen. Und das können wir als Deva schließlich dann ab Stufe 10 spätestens. Also, wir starten und wir überspringen das Intro, denn das ist hier in der Beta, wo ich spiele. Ich bin auf dem Beta-Server unterwegs, noch nicht auf einem offiziellen. Ja, da, wo die Beta momentan läuft, ist tatsächlich das Intro noch auf irgendeiner asiatischen Sprache, die ich nicht verstehe, die wir alle nicht verstehen. Insofern überspringen wir das. Wir bekommen allerdings gleich noch ein bisschen Geschichte erzählt. Erstmal gehen wir zur Cesca, unsere alte Freundin, und die steht hier vor uns. Hier haben wir dann auch immer die Quests. So. Seid ihr angekommen? So, schieb mal das mal so ein bisschen hier rum, dann kann ich das auch besser lesen. So, wenn man das friedliche Aldel ansieht, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass hier etwas so Schreckliches passiert ist. Mein Gefühl sagt mir, dass bald wieder etwas passieren wird. Oh ja, es ist gefährlich, das Dorf allein zu lassen. Wobei, mit euren Fähigkeiten macht ihr natürlich kurzen Prozess mit den Funklern außerhalb des Dorfes. Ah, ich habe euch gerufen, weil Munin euch sucht. Geht schon. Wenn ihr euch nicht beeilt, bekommt ihr noch Ärger. Dann gehen wir mal zu Munin rüber. Und dort bekommen wir auf eine, finde ich, ganz schöne Art und Weise so ein bisschen was von der Geschichte dieses Spiels erzählt. Ich spüre eine starke Energie. Ohne, dass wir das jetzt uns antun müssen oder dergleichen. Würde mich übrigens interessieren, wie sehr ihr dann zum Beispiel so MMORPGs auch mit Geschichte spielt. Also lest ihr das alles durch, denn wir werden jetzt gleich sehr viel Text hier bekommen, den ich nicht vorlesen werde. Den könnt ihr dann entweder lesen, indem ihr das Video kurz anhaltet, oder indem ihr das Spiel einfach selbst zockt. Das ist schließlich Free-to-Play. So, ihr fragt, warum ihr euch gerufen habt. Ich habe euch viel zu erzählen. Macht es euch lieber bequem. Wartet einen Moment. Alles klärchen, dann reden wir nochmal mit ihm. Energie. So, ich habe euch lange warten lassen, Koya. Es ist viel Zeit vergangen, seit ich euch unter meine Fittiche genommen habe. Nun gibt es nichts mehr, das ich euch beibringen könnte. Ich werde euch nur noch zwei Bücher nennen, die ihr lesen sollt. Der Inhalt ist zwar noch nicht vollständig, doch ich will euch nicht warten lassen. Lest die beiden Bücher, die ich euch genannt habe. Alles klar, werden wir machen. Und da erfahren wir dann jetzt ein bisschen was zur Hintergrundgeschichte von Aion. Die Welt Atreia wurde vom Gott Aion erschaffen. Als Paradies, in dem alle im Überfluss leben konnten. Im Zentrum dieser Welt Turm, den er mit seiner Essenz, der magischen Substanz Äther, füllte. Die ersten Kreaturen Aions, die Draken, schuf er als Herrscher über die anderen. Aber wo sie zunächst regierten, begannen sie später zu versklaven. Sie nahmen neue Kräfte und einen neuen Namen an. Balaur. Und rebellierten gegen Aion. Die Menschen stellten sich gegen die Balaur. Doch sie waren zu wenige und zu schwach, um sie aufzuhalten. Aion durchdrang einige Menschen mit Äther. Die 12 empyreanischen Gebieter als Herrscher der Menschen. Und eine Schar unsterblicher, geflügelter Deva. Aber der Kampf mit einem solchen Gegner war nicht einfach. Auch nicht für diese Krieger. Und so tobte der Krieg 1000 Jahre. Israfel, einer der Herrscher, wollte den Drachengebietern der Balaur den Frieden anbieten. Viele widersprachen ihm und es gab hitzige Debatten im Rat. Doch als Lady Ariel ihm zustimmte, taten viele es ihr gleich. Sie senkten das Ätherfeld, das sie schützte. Und die Balaur-Abordnung erschien am Turm. Doch dann geschah es. Lord Vritra fiel. Panik ergriff die Versammlung. Wer hatte zuerst angegriffen? Niemand konnte es sagen.
Der Traum vom Frieden zerbrach, als Lord Phrygion einen Feuerball auf Aions Turm schleuderte. Ohne den Schutz des Ätherfeldes zerbarst der Turm unter dem Ansturm der Balaur. Lady Seal und Lord Israfel wussten um die Gefahr für Menschen und Welt und aktivierten das Feld. Indem sie ihr Leben opferten, konnten sie die völlige Zerstörung Atreas abwenden. Aber nicht rechtzeitig, um zu verhindern, dass die Welt in Stücke brach. Und so begann ein weiterer Krieg, der das Leben von Däva und Menschen jahrhundertelang prägen sollte. Und genau in diesem Krieg befinden wir uns jetzt quasi und haben eben unsere Rolle hier gewählt. Ja, sorry für den kleinen Tonaussetzer. Ich wollte es ein bisschen leiser drehen, weil das extrem laut ist. Dieses Intro. Jetzt bin ich auch gerade am laut und leise drehen, aber eben im Intro selbst, dann stockt der Ton, wenn ich rausgehe und auf dem anderen Monitor die Lautstärke in OBS anpasse. Hier kann ich es machen, aber im Intro scheinbar nicht. Also, gut. Oh, Moment, das brechen wir ab. Ich muss hier noch blättern. So, das blättern wir noch. Ja, blättern wir. Da ist ganz viel Geschichte. Könnt ihr alles lesen? Ja, wenn ihr wollt. So. Immer noch nicht? Oh Mann. Moment. Entschuldigung. Da war noch mehr zu blättern. Da ist noch ganz viel. Hier, viel. Alles wichtige Geschichte. So, jetzt haben wir es. Okay. Und hier haben wir nochmal ein Büchlein. Allerdings diesmal ohne Film. Ja, verschiedene Kapitel, also wirklich viel Story und, ne, das sparen wir uns. Wir wollen jetzt hier schnell vorankommen. Finde ich ganz interessant, dass sie das jetzt in dem 6.0-Update eben so gemacht haben, dass man sehr schnell levelt und auf das Maximallevel kommt und dann eben die ganzen Endgame-Content, den ganzen Endgame-Content vor sich hat und da dann eben teilnehmen kann. Da gibt es dann unter anderem auch ein neues Gebiet, nämlich Lagrum zu erkunden. Das kam jetzt mit dem Patch oder kommt mit dem Patch viel mehr rein. Am heutigen 19. September. Und da gibt es dann neue Festungskriege dann in Lagrum, wo man sich mit den anderen Fraktionen entsprechend um Festungen kloppt. Und je nachdem, wer die Festung erobert, hat dann Zugang zu einer neuen Instanz, die dort oben dann natürlich speziellen, guten, tollen Megaloot bietet. Also da ist dann reichlich Spannung, für reichlich Spannung gesorgt. Und entsprechend gut, dass man jetzt hier, wenn man mag zumindest, sehr schnell durchjagen kann, und dann eben dort oben teilnehmen kann. Also, wir reden mal. Ich spüre eine starke Energie. So, habt ihr alles gelesen? Koya, behaltet diese Geschichte stets im Hinterkopf. Ich habe euch alles beigebracht, was ich weiß. Habt ihr schon vom Prüfer für Tempel des Schicksals gehört? Marco scheint Asmodee nach Devas mit außergewöhnlichen Fähigkeiten zu durchforsten. Wollt ihr euch dieser Prüfung unterziehen? Aber ich bin doch noch kein Deva. Macht euch keine Sorgen und sagt Marco, dass ihr die Prüfung ablegen wollt. Wenn er euer Schicksal erkennt, würde er euch schon zur Prüfung zulassen. Oh, guck mal, meine Schwester hätte ich jetzt beinahe gesagt. Wir sind, ja, okay, gut. Ne, die roten Haare eint unsere Familie, auch die Körpergröße. Größe, ja, es ist eine Größe. So, wir müssen mit Marco reden. Wenn wir auf Finden klicken, kriegen wir auch immer auf der Karte hier angezeigt, wo wir uns befinden. Und apropos Karte, ja, wenn wir uns das mal anschauen, das ist jetzt hier dieses Gebiet, wir können nochmal rauszoomen. Da unten sind wir in Ishalgen, hier oben gibt es Beluslan und hier unten noch das Pandemonium Pernon. Alle relativ große Karten und Gebiete, wo wir uns dann umschauen können und ich denke, da wird sich auch noch das ein oder andere dann auftun. Ja, hier haben wir dann die Welt, ja, während wir hier oben sind und die möchte gern guten eben dort unten hausen. Dann haben wir hier noch Pangea. Da müssen wir halt mal schauen, was das dann ist. Da kann ich ehrlich gesagt noch nichts zu sagen. Und hier Abyss, der Kern mit dem zerbarstenden Turm in der Mitte dieser zerrissenen Welt, von der wir ja gerade eben in diesem Intro erfahren haben. Also, das so als kleinen Überblick. Und dann machen wir uns mal auf zu Marco. Und hören zu, was der so zu erzählen hat. Das ganze 6.0-Update ist natürlich enorm umfangreich mit vielen Updates und Änderungen, zu denen ich noch gar nichts großartig sagen kann.
Weil ich ja, wie gesagt, gerade das Spiel zum ersten Mal zocke und von daher wenig Einblicke bisher in diese Welt habe. Da habt ihr sicherlich viel mehr. Ich verlinke unten in der Videobeschreibung die kompletten Patchnotes zur 6.0er Version und dann könnt ihr euch da durchfriemeln und die für euch wichtigen Punkte natürlich raussuchen. Das, was generell wichtig ist, das versuche ich hier in diesen angespielt Videos dann natürlich reinzupacken. So, der Millenniumkrieg, die große Katastrophe und die große Invasion. In diesen endlosen Kämpfen haben schon zu viele Leute ihr Leben verloren. Es ist unsere Aufgabe, diesen Krieg zu beenden. Was führt euch zu mir? Ich möchte die Prüfung ablegen. Ihr wollt die Archontenprüfung absolvieren? Ihr habt ja noch gar keine Flügel. Deshalb kann ich euch nicht zur Prüfung zulassen. Ich kann euch nicht aufs Schlachtfeld schicken, wenn ihr noch nicht so weit seid. Ich würde damit nur ein weiteres wertvolles Leben aufs Spiel setzen. Ich möchte die Archontenprüfung unbedingt absolvieren. Kommen wir zur ersten Prüfung. Greift na gut, dann machen wir's. Die Vogelscheuche an und bringt mir das Zertifikat, das darin versteckt ist. Okay. Die Vogelscheuche. Ich werde auf euch warten. Mach ich. Achso, ich glaube. Seid ihr wegen der Archontenprüfung hier? Kommen wir zur ersten Prüfung. Da, das habe ich noch nicht. Greif die Vogelscheuche an. Der hat seine Privatvogelscheuche, dann machen wir das jetzt hier. Aha! Prüfungsscheuche. Oh, halt, nee, nicht wieder. Oh, Moment, da unten habe ich auch Skills, die. So, mal schauen. Wir haben da unten einen Skill bisher. Okay, das Zertifikat haben wir. Alles klar? Hör auf zu ballern. Wir reden wieder mit Marco. Seid ihr wegen Fertigkeiten-Tutorial, können wir gleich gucken. Überreicht Marcos Zertifikat. Euer Talent übertrifft alle meine Erwartungen. Es war Schicksal, dass wir uns begegneten. Weitere Prüfungen sind unnötig. Oh, nö, also schon fertig. Das war natürlich eine. Puh, also. Wenn das die Deva-Prüfung ist, so. Ich möchte euch etwas über die Bereitschaft, Archon zu werden, erzählen. Reinigt euren Körper und Geist und wartet. Ta-ta-ta-ta. Antwortet Markus Fragen. Oh, oh. Seid ihr wegen der Archontenprüfung hier? Wenn ihr eure Fähigkeiten unter Beweis stellt, könnt ihr mich nach Pandemonium begleiten. Ich werde euch einige Fragen stellen. Wenn das Schicksal, das ich vorhergesehen habe, für euch bestimmt ist, werden sie kein Hindernis für euch sein. Denkt dennoch gut nach, bevor ihr antwortet. Okay. Anfangs war es ein Paradies. Doch durch die große Katastrophe brach der Ion-Turm entzwei. Wovon spreche ich? Wahrscheinlich von Adreia. Was genau hat dazu geführt, dass der Ion-Turm am Tag der großen Katastrophe entzwei brach? Das war ein Feuerball, also die Flammen. Wind, Eis, genau. Die Flammen des ersten Baller-Urgebieters Phrygion. Was ist eurer Meinung nach die Aufgabe eines Devas? Ja, bin ich auch auf die Antwort gespannt. Die Aufgabe eines Devas ist es, mit Speer und Schild den Gebieter und die Welt zu beschützen. Nein, sicherlich nicht. Die Aufgabe eines Devas ist es, als Archont die Ehre des jeweiligen Tempels zu bewahren. Eigentlich auch nicht. Devas ist es, seine Macht zu nutzen, um den Menschen zu helfen. Genau, das war die Aufgabe, die der Gott Ion vorgesehen hat für die Deva. Munin hat euch viel beigebracht. Ich bete dafür, dass sich eure Sichtweise nie ändert. Ihr erhaltet nun die Stellung eines Archontenlehrlings. Bitte wartet einen Moment. Recht mit Marco, ich habe jetzt einen Moment gewartet. Die Zeit ist gekommen, eure Antworten in die Tat umzusetzen. Ulgorn in Ilshalgen hat um Hilfe gebeten. Löst die Probleme der Banditen als Archontenlehrling. Jawohl, werden wir machen. Tada! So. Und dann haben wir jetzt hier Fertigkeiten. Das ist eben ein weiteres Ding in diesem Update, was deutlich verbessert wurde, dass wir jetzt eine bessere Charakterübersicht haben mit unseren Fähigkeiten, dass wir unsere Attribute besser sehen. Und dann kriegt man hier die Möglichkeit, ein Tutorial zu starten. Wir stehen in einem sicheren Gebiet, das müssen wir kurz bestätigen. Willkommen, ich helfe euch, euch weiterzuentwickeln. Heute überprüfen wir, das ist quasi die Büroklammer. Ja, Marco ist die Büroklammer von Ion. Heute überprüfen wir die Fähigkeiten, die ihr erworben habt und wie ihr lernt, wie ihr sie einsetzen könnt. Klickt zunächst rechts unten auf Start, um das Menü zu öffnen. Wenn ihr auf Fertigkeiten klickt, wählt im oberen Bereich des Fertigkeitenfensters den Reiseträger aktiv aus. Da sind wir. Ihr könnt die Fertigkeiten aus dem Fertigkeitenfenster in die Aktionsleiste ziehen. Da hätten wir den Pistolenschuss beispielsweise.
Versucht es noch einmal, öffnet zuerst das Startmenü und dann Fertigkeiten. Die Fertigkeiten könnt ihr in die Aktionsleiste ziehen. Jetzt wird's ernst, wir sollen sie verwenden. Alles klar, kriege ich hin. Also, Fertigkeiten, wir können auch einfach K drücken. Ja? Und dann haben wir den Pistolenschuss. Fügt dem Ziel bis zu 20 Meter Distanz 179 magischen Feuerschaden zu. Und bei unserem meisterlichen Schuss, da sind es 146 magischen Erdschaden. Also je nach Resistenz eventuell auch, dass das ein bisschen Gegenstand aufnehmen, okay. Je nach Resistenz ist es dann wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes. Hier bekommen wir also immer wieder neue Fähigkeiten. Wir haben auch passive Fähigkeiten, eben die Möglichkeit hier momentan nur die Sachen zu tragen oder einen Ether-Revolver zu nutzen. Dann haben wir Kettenfähigkeiten. Also unser Pistolenschuss lässt sich ausbauen. Wenn wir den dann nochmal drücken, dass es dann zur Salve wird und dergleichen. Also da kommen auch einige Kettenfähigkeiten dann später hinzu. Und irgendwie können wir die wohl auch hier anpassen. Wenn ihr gewisse Fähigkeiten in Reihe nach einem Platz legt, könnt ihr sie wie eine Kettenfertigkeit verwenden. Noch einfacher geht es, wenn ihr sie in die Aktionsleiste legt. Also hier können wir dann sagen, nutzt erst den Skill 1, 2, 3, 4, 5. Und dann können wir sagen, ziehen wir das Ding hier irgendwie runter scheinbar. Also wir können ja mal probieren, warte mal. Wir können ja sagen, hier erstmal den da. Und dann wollen wir den Pistolenschuss. So, und jetzt? Ich überlege gerade. Anpassbare Kettenfähigkeiten, das kenne ich jetzt noch nicht. Ah, nee, das ist was anderes. Muss man die immer füllen? Nee, Moment, das geht ja dann nicht. Das geht ja dann nicht. Vielleicht kann ich hier das dann machen. Warte mal, so. Ich probier's mal. Wenn das gefüllt ist, ist das dann erst dann, dass ich es dann nehmen kann oder so? Nee, okay, verstehe ich noch nicht. Bekommen wir bestimmt noch erklärt. Auf jeden Fall können wir da eigene Kettenfähigkeiten quasi wahrscheinlich konfigurieren. Finde ich ganz interessant. Allerdings muss man dabei bedenken, dass jeder Skill, den man hier ausführt, auch einen gewissen Cooldown hat. So, reden wir mal mit Ulgo. Der Vorteil ist auf unserer Seite. Bitte erteilt ihr den Sapiens eine Lektion für die Schande, die sie über uns gebracht haben, Koja. Sie sind einfach in unser Gebiet eingedrungen, da kommt ihr genau recht. Worum Wenn es wir geht, nichts unternehmen, wird die Ehre klar. der Banditen in das den Schmutz gezogen. Würgen wir mal so ein bisschen ab. Erteilt ihnen eine Lektion, die sie so schnell nicht wieder vergessen werden. Wir müssen mit Nobek reden und wenn ich jetzt nicht weiß, wo der ist, dann haben wir ja hier die Möglichkeit, uns das eben entsprechend anzuschauen. Der ist... Der ist da. Da irgendwo draußen. Also mit den Kettenfähigkeiten finde ich eine ziemlich coole Sache. Da werden wir uns sicherlich noch ordentlich reinfuchsen. Und ansonsten haben wir hier noch... Moment. Schauen wir mal. Hier haben wir unser Inventar. Da haben wir jetzt schon verschiedene Tränke. Verwandlungstränke. Eisbär. Okay. Ziehen wir mal runter. Die werden wir mal so nebenbei nutzen. Oh gut, da gibt es 10 Tränke von. Hier haben wir eine Schuhtruhe des Deva-Lehrlings. Tada. Dann rüsten wir die mal aus. Was auch interessant ist, was haben wir hier im Verband? Auch okay. Was interessant ist, ist auch eine schöne Funktion, Inventar laden. Und da können wir jetzt sagen, okay, komm, unsere alten Lederstiefel, die brauche ich jetzt nicht mehr, die verkaufen wir. Und zack, weg. So, das ist mal wirklich sehr, sehr komfortabel. So, jetzt frage ich mich gerade, wo haben wir denn mal unseren Charakterbildschirm? Wir gehen mal hier. Bei Fertigkeiten war es natürlich nicht. Profil? Da ist er. Genau, Charakterprofil P. Und da sehen wir dann, wie wir ausgerüstet sind, unseren Charakter hier. Hier sehen wir Angriffsstärke und dergleichen kritische Treffermöglichkeiten. Also hier haben wir die ganzen Attribute mal zu sehen, wie viele Trefferpunkte und dergleichen wir haben. So. Das war der Ersteinblick zu Aion. Erste Folge, ersten Grundlagen. Wir werden jetzt hier loslegen und die Welt ein wenig gemeinsam erkunden. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Denkt daran, auch bei der ganzen Grafik, das Spiel ist schon ein paar Jährchen alt. Dafür finde ich es hier und da richtig schick. Wir werden da noch einige schöne Gegenden auch sehen. Und ja, bin gespannt auf eure Meinung. In der nächsten Folge geht es dann ans Eingemachte. Da geht es dann an die Bewertungen auch von euch, da gibt es dann entsprechende Umfragen. Hier war noch die allgemeine Umfrage, ich weise dennoch nochmal kurz darauf hin, wie sehr ihr denn so MMORPG Let's Plays oder dergleichen mögt, beziehungsweise welche Art von Content ihr zu MMOs gerne hättet. Das würde mich persönlich sehr interessieren, insofern haut da fleißig rein und wir sehen uns in der nächsten Folge von Aion wieder mit unserem Superzwerg.
Ja. Der gerne seinen Bart vergräbt und griesgrämig reinschaut. Aber er ist Feuer und Flamme. Ciao.